Die kanadische Sängerin Joni Mitchell hat angekündigt, ihre Musik nicht mehr für den Streaming-Dienst Spotify freizugeben. Die 78 Jahre alte Künstlerin folgt damit dem Beispiel von Neil Young. Beide protestieren gegen den Podcast des US-Entertainers Joe Rogan auf der Plattform. Sie werfen Rogan vor, Falschinformationen über die Corona-Impfung zu verbreiten.